Aber wir haben ja jetzt auch ausführlich auch über das Thema schon gesprochen. Ich würde gerne noch ein, zwei Namen, weil ich sie heute auch in der Presse gelesen habe. Dembele von Stade Reims, haben Sie den Bayern vor der Nase weggeschnappt? Ist das schon fix? Ja, wenn es fix wäre, hätten wir es vermeldet. Das ist ein Topspieler. 18 Jahre, großartiger Spieler, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bei Niklas Süle ist es ähnlich, gibt es auch noch nicht viel zu sagen. Soll angeblich Nachfolger werden, eventuell mal von, ich weiß schon, wir sind sehr im Konjunktiv. Von Mats Hummels wollen Sie nicht drüber sprechen. Der auch noch, oder was? Ja. Oh, ich habe schon jetzt so viele Namen gelesen, so viele Abwehrspieler haben wir gar nicht frei. Aber ein guter Mann. Aber ist ein guter Spieler, ist doch keine Frage. Aber das, ich kann Ihnen jetzt noch eine Liste über 20 weitere gute Spieler geben. Also das bringt uns ja nicht weiter. Reden wir über Ihren Trainer. Thomas Tuchel, der, glaube ich, viele positiv überrascht hat. Also ich glaube nicht, dass alle gedacht hätten, dass Thomas Tuchel so einschlagen würde und sofort in seinem ersten Jahr die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt. Ja, das vielleicht nicht, aber es ist, das ist Wahnsinn, oder? Es ist natürlich schon mal ganz wichtig, dass Michael Zorc und ich schon die Einschätzung hatten. Das haben wir ja auch geholt und wir haben den ja jahrelang auch immer gescoutet, kann man sagen. Ich habe den also schon viele Jahre, Michael und ich haben zusammen 2009 in Mainz gesessen, haben gesehen, dass Mainz 05 deutscher A-Jugendmeister wurde, obwohl wir eigentlich die viel bessere Mannschaft hatten. Das spricht dann sehr für den Trainer. Und seitdem haben wir den beobachtet und nein, er macht es großartig. Ist ein großartiger Trainer, das ist gar keine Frage. Und Guardiola hat eben völlig zu Recht gesagt, wenn du innerhalb von wenigen Monaten den Spielstil deiner Mannschaft umkrempelst, gut, das schaffen andere auch. Nur du musst auch danach noch gewinnen, das hilft. Ne? Und das zeichnet ja einen Trainer aus. Ja, Thomas Tuchel ist ein großartiger Trainer, ohne Zweifel, und hat auch den Sprung sozusagen zum Spitzenklub offensichtlich mühelos geschafft. Vielleicht einen Satz noch zu seinem Vorgänger, weil das habe ich mir gelesen, Sie haben eigentlich versucht, so rund um die Duelle mit Liverpool möglichst keinen Kontakt oder wenig Kontakt mit Jürgen Klopp zu haben und auch nicht viel darüber zu reden. Jetzt ist es nun mal negativ für Sie ausgegangen. Haben Sie mit Jürgen inzwischen mal wieder gesprochen? Haben Sie ihm Wünsche mitgegeben? Ich habe ihm gratuliert, natürlich, wie sich das gehört, dann noch in der Nacht nach dem Spiel, unabhängig von Emotionen oder so, habe ich ihm gratuliert und habe ihm auch gesagt, dass er eine außergewöhnliche Mentalität in diese Mannschaft innerhalb von kürzester Zeit reingebracht hat. Und das hätte er schon eine außergewöhnliche Leistung vollbracht. Das ist so, ja. Holt er den nächsten Titel für sich? Ja gut, das ist ja so, dass Liverpool hat vorher schon welche geholt und die werden auch irgendwann wieder Titel holen. Ja, das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls, er ist jetzt Favorit. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, das ist zwar jetzt auch durch nichts zu stützen, aber hätten wir Liverpool ausgeschaltet, wären wir der Favorit gewesen, waren wir ja vorher auch schon. Und jetzt ist Liverpool der Favorit, also bei allem Respekt vor Villarreal oder so. Aber nichtsdestotrotz sind sie, glaube ich, stärker und sie haben momentan eine sehr gute Phase. Also ich glaube, dass sie eine große Chance haben, die Euroleague zu gewinnen. Und das ist dann auch das Verdienst von Jürgen. Denn erstmal hätten sie ohne diese bedingungslose Mentalität gegen uns nicht sich durchgesetzt. Knapp genug war es ja. Über die anderen Rahmenbedingungen wollen wir jetzt nicht mehr reden. Und deshalb hat er da schon, man sieht jetzt an der Mannschaft, dass sein Wirken sich da auszahlt. Herr Watzkes, wir sind ja Deutschlands einzige Sport-Personality-Talkshow und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen die Sendung auch ein bisschen heiter beenden. Und zwar haben wir eine neue Rubrik, heute zum ersten Mal, die nennt sich Mein erstes Mal. Es geht um Dinge, die Sie irgendwann zum ersten Mal gemacht haben, auch relativ kurz und kompakt. Ihr erstes Bier? Lieber Gott, wir sollten sich jüngere Leute einladen. Ja, also nicht so spät, ich würde sagen mit 13. Wir sind 13. Die erste Platte? Früher natürlich, so ich würde sagen mit 5 oder 6. Ich meine die erste Schallplatte? Ja, ja, so eine 45er war das, aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, was es war, aber jedenfalls so, vielleicht war ich 6 Jahre alt. Alles klar. Erstes BVB-Spiel, wissen Sie noch? Ja, weiß ich noch, das war 66 gegen 1860 München Heimspiel, verloren leider Gottes. Mhm. Erstes Auto? Erstes Auto weiß ich auch noch, 1. Juli 1977, vergesse ich nie, ich kann sogar das Kennzeichen noch, MESAY100, ja, war ein Ford, war... Ja, toll. Erster Kuss? Puff, 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 ja. Das ist
muss ich jetzt ein bisschen nach hinten schieben. 17. Erster Urlaub? Erster Urlaub. Mit meinen Eltern in Österreich 1968 war ich 9 Jahre alt, irgendwo in Kärnten. Und der erste Auftritt bzw. das erste Treffen mit der Bundeskanzlerin, wissen Sie das noch? Ja, also da, wo, sagen wir mal so, es gab schon Treffen so protokollarischer Art, wo sie mich aber dann wahrscheinlich wie die meisten anderen Menschen auch nicht wahrgenommen hat. Aber dann habe ich da bei dem besagten ehemaligen Regierungssprecher Thomas Steker am 50. Geburtstag, da habe ich dann mit ihr am Tisch gesessen und wir haben auch beide, wir haben dann beide, sie eine sehr, sehr witzige, ich eine sehr trockene Rede auf den Thomas Steker gehalten und da haben wir uns dann das erste Mal dann ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Herr Watzke, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Sie waren wie immer sehr offen und klare Kante, so wie wir das kennen. Wir haben uns Ich habe noch ein Geschenk für ihn, das würde ich gerne überreichen. Wir haben uns ein kleines Geschenk ausgedacht und zwar habe ich gehört, dass Sie leidenschaftlich gerne Skat spielen und wir haben für Sie spezielle Audi Startalk Karten produziert. Und jetzt raten Sie mal, wer der Kreuzbube ist. Das kann natürlich das nur der Aki selber sein. Habe ich aber auch erwartet. Ja. So, und da können Sie jetzt demnächst mal auch mit den Spielern, Betreuern und so weiter im Bus spielen. Und die haben endlich mal das Gefühl, den Chef in der Hand zu haben. Ja, auch sehr nicht schlecht, gut. Oder? Vielen Dank. Ne? Herr Watzke, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für vielen den Besuch. Dank. Aki Watzke, Audi Star Talk. Wir melden uns nächste Woche schon wieder, dann mit dem erfolgreichsten Ausländer-Legionär der Bundesliga-Geschichte, nämlich mit Claudio Pizarro. In diesem Sinn, schönen Dank, schönen Abend und danke Ihnen. Aki Watzke, meine Damen und Herren, unser Gast heute. Dankeschön.